Heute geht es um die Philia, die Bruder- und Freundesliebe. Und ich möchte starten mit einer Geschichte, die ich erzählt bekommen habe, die ich irre finde. Und zwar spielt die ganze Geschichte in den 50er Jahren in einer kleinen schwäbischen Stadt. Man kann sich das vermutlich vorstellen, da wird Schwäbisch gesabbelt, gequatscht, geredet auf dem Schulhof. Die Lehrer sind streng und dann kommt da ein kleiner, neuer Schüler dazu. Ein zartes Wesen. Die Familie ist aus Ostpreußen geflohen. Und wie das so ist, Kommando Neuling, der wird natürlich gemobbt auf Teufel komm raus. Der wird vermöbelt und fertig gemacht und in den Schwitzkasten genommen. Aber dann irgendwann passiert das Unerwartete, nämlich dieser eine, der sich da besonders um ihn gekümmert hat und ihn besonders gekebbelt hat, er lernt diesen Neuen besser kennen. Und plötzlich bemerken beide im Gespräch, dass sie gemeinsame Interessen haben. Und plötzlich werden sie zu engsten Freunden. Und immer, wenn sie sich auch Jahre später treffen, führen sie stundenlange Gespräche bis tief in die Nacht über Gott und die Welt. Der eine, der verprügelt wurde, wird zum Bestseller-Autor mit Preisen überhäuft. Und der andere, oh, der lebt im Ruhestand, zurückgezogen, unerkannt in seiner Heimatstadt. Was für eine tolle Geschichte, dass Menschen auf eine solche Art und Weise aneinander geraten und dann zueinander finden. Nun, das ist wahrscheinlich nicht das Paradebeispiel dafür, wie eine Freundschaft entsteht, dass einer den anderen verprügelt. Aber es gibt meistens irgendwelche Momente, Augenblicke, wo zwei merken, ah, da geht es um mehr als nur miteinander zu spielen oder zusammen zur Schule zu gehen oder in einem Sportclub miteinander zu trainieren. Ich merke, bei dem ist etwas, was ungewöhnlich ist, was ihn von den anderen unterscheidet. Er ist sanfter, fürsorglicher als die anderen oder sie hat ein Steckenpferd, das die anderen nicht haben. Und so entsteht und wächst das wichtigste Gut einer Freundschaft, nämlich Vertrauen, absolutes Vertrauen. Dem anderen kann ich alles erzählen. Ich kann ihm alle Sachen anvertrauen, selbst die, die ich nicht mal meinen Eltern und Geschwistern bekennen würde. Und ich kann mich darauf verlassen, dass der Freund das für sich behält. Großes Indianer-Ehrenwort. Und gerade deshalb sind Freundschaften in der Kindheit und Jugend so besonders. Wir lernen zum ersten Mal einen Menschen außerhalb des engen familiären Umkreises kennen, indem wir uns wiedererkennen. Wir spüren und erfahren, es gibt noch jemanden auf dem Planeten, mit dem ich gleich auf gleich umgehen kann. Und das ist egal, ob das jetzt der Sohn oder die Tochter des Generaldirektors oder des Postboten ist. In Köln erzählt man sich die Geschichte, und die stimmt natürlich, von einem einzigen Sohn aus einer bekannten Unternehmerfamilie. Die Familie lebt abgeschottet auf einem riesigen Grundstück in der Villa in der Marienburg. Der kleine Junge hat keinen Umgang mit Gleichaltrigen und aus Angst vor Entführungen wird er ganz abgeschottet. Der Einzige, der immer mit ihm sprechen darf, ist der langjährige Chauffeur. Und als der Sohn dann selbst die Verantwortung übernimmt über die Leitung des Konzerns und es Probleme gibt, mit dem menschenscheuen Chef in Kontakt zu kommen, da wird immer der alte Chauffeur gebeten, mit ihm zu sprechen. Denn auf ihn hört der mächtige Boss. Wenn wir in unserer Kindheit Freundschaft erfahren, stärkt das unser Selbstbewusstsein. Wir fühlen uns anerkannt. Für voll genommen. In der Freundschaft erfahren wir die Möglichkeiten und die Grenzen eines Miteinanders. Klar, von unserer Familie können wir immer erwarten, dass sie uns in der Not helfen.
Können wir das? Wir tun es jedenfalls meistens. So etwas können wir von einem Freund nur erhoffen. Und zwar nicht aus Naturgegebenheit, wie bei der Blutsverwandtschaft, sondern weil die Freundschaft erprobt ist und sich bewährt hat, weil man Schönes und Schwieriges zusammen gemeistert hat. In späteren Jahren dann, als Erwachsener, Freundschaften zu finden und zu schließen, wird schwieriger. Sicherlich, man hat einen guten Tennispartner oder einen Skatbruder oder einen Arbeitskollegen, mit dem man sich gut versteht, aber zu Hause ist der Ehepartner, warten die Kinder, sie beanspruchen doch den größeren Teil der Zeit und der Aufmerksamkeit. Außerdem ist man im Laufe des Lebens immer misstrauischer und zurückhaltender geworden. Und da ist es schwieriger, neue Freundschaften zu schließen oder alte lebendig zu halten. Nicht wenige Freundschaften zerbrechen auch oder laufen still aus. Da hat der eine Freund denn doch das Geheimnis nicht bewahrt, das wir ihm anvertrauten. Oder wir stellen fest, dass der andere plötzlich ein Spießer geworden ist und dass von der alten Huckleberry Finn-Romantik nichts mehr übrig geblieben ist. Manche Freundschaft ist gerade in den letzten Jahren an politischen Meinungsverschiedenheiten zerbrochen. Hat man eine Zeit lang es überhört, wenn der andere auf einmal kuriose Themen und Thesen vertrat, dann ist dann doch plötzlich einmal das Maß voll. Da ist dann kein Gespräch mehr möglich. Man muss jetzt leider Gottes dann doch getrennte Wege gehen. Eine Freundschaft bedarf nämlich der Übereinstimmung. In der Antike sagte man sogar von der Freundschaft, nichts wurde so hoch und wertgeschätzt wie die Freundschaft in der Antike. Da sagte man, eine Seele in zwei Körpern, das ist Freundschaft. Und in der christlichen Tradition hat man diesen Gedanken erweitert, indem man einen Dritten in die Freundschaft hineingenommen hat, nämlich Christus. Und die Idee ist, er verbürgt als Band und Bund eine jede glückselige Freundschaft. Und das können wir deshalb sagen, weil Jesus in der Heiligen Schrift sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern ich nenne euch jetzt Freunde, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater empfangen habe. Und ihn als Freund zu begreifen, lädt uns die heilige Therese von Avila ein, die sagt, dass dieser Jesus ein unverbrüchlicher und ewiger Freund ist. Und vom Gebet schreibt sie dann, sich gern und oft bei dem aufhalten, von dem ich mich geliebt weiß, wie bei einem Freund. Das ist Beten.